Hi Leute, heute zeige ich euch, wie man in Roblox Live alle Knöpfe findet und dieses Krabben-Squid freischaltet. Man muss dazu 6 Knöpfe finden, die überall verteilt sind, und die Orte zeige ich euch. Wir sind jetzt gerade hier. In diesem hier, ja, da, in der Nähe von dieser Mine da, ne? Und direkt hinter diesen Bäumen hier, also hier, findet ihr den ersten Knopf. Den könnt ihr drücken und die bleiben auch gedrückt. Das heißt, die Knöpfe bleiben so lange an, außer ihr verlässt das Spiel oder die Lobby wird geschlossen, das heißt, dann werden alle Knöpfe resettet. Nachdem ihr das den ersten Knopf gedrückt habt, es ist auch egal, wie ihr den in welcher Reihenfolge ihr den Knopf drückt, die Knöpfe drückt. Es müssen einfach nur alle 6 gedrückt sein. Ich bin hier gerade nicht gerade der beste Fahrer. Wir fahren jetzt mal zum Denis. So. Wenn ihr in der Stadt angekommen seid, direkt hinter bei diesem Haus hier, direkt dahinter auf dem Balkon, ist der zweite, der schon gedrückt ist. Der ist hier. Der nächste ist ganz in der Nähe. Da müsst ihr erstmal zu diesem Freizeitpark oder zu diesem Hafen, Schiffhafen. Wenn ihr dann hier oben seid, müsst ihr hier kurz hier runterspringen. Und unter dieser Schienenzugbrücke auf dieser Säule ist der nächste Knopf. Danach müsst ihr wieder hochfliegen. Das war jetzt der dritte. Der vierte ist etwas schwieriger. Gar versteckt. Den müsst ihr da, weil der ist in dieser U-Bahn-Station. Das heißt, ihr geht jetzt. Ihr müsst hier runter. Hier ist gerade auch die U-Bahn. So, jetzt müsst ihr diesen Tunnel entlang. Und dann seht ihr dort hinten auch den nächsten Knopf. Der auch schon gedrückt ist. Da.
endet, das war dann der vierte, fünfte, keine Ahnung. Jetzt geht's weiter. Der nächste ist auch etwas schwieriger versteckt. Dafür brauchen wir es kurz, hole ich mir, brauchen wir einen Hubschrauber oder etwas, womit man fliegen kann. Da ist gerade noch ein Hubschrauber auf dem Dach. Ich bin noch ein bisschen krank, deswegen. Nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. So. Mit dem Hubschrauber fliegen wir auf die andere Insel. Mal kurz selber gucken. Wir müssen ungefähr, glaube ich, dorthin. So. In diesem Dorf. Dschungeldorf, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, gibt's in einer dieser Häuser, ja, in diesem Haus, wo hier nochmal so ein dieses Raketenquad ist, ist hinter diesen Kisten der nächste Knopf, der vorletzte. Der ist dann da. Ich merke mir es an dieser Wolke hier, an dieser Wolke hier. Und deswegen, wenn ihr den dann habt, geht's jetzt auch zum letzten. Dafür müsst ihr manchmal auch kurz sterben, weil der ist unter Wasser, also unter Meer. Sondern auch ein bisschen ein gutes Gehirn, sagen wir so, wie es ist. Der ist nicht weit von hier entfernt, und zwar am Steg hier oder an den Stegs. Da landen wir mal. Wenn man dann hier ist, gibt es an einer dieser Säulen der Knopf versteckt. Ich muss kurz gucken, welche Säule. Da. Da seht ihr den Knopf. Da. Das heißt, man muss hier runter. Ja, das kann ein bisschen dauern, bis ich den habe. Tut mir leid. Wir können ja ein bisschen vorspülen, keine Ahnung. Bis wann? Keine Ahnung. Es ist ein bisschen auf Glück basiert. Weil es manchmal schwierig ist, erstens mit dem Knopf zu treffen. Und naja. Das sollte natürlich, auch nicht passieren, dass man ohnmächtig wird. Nein! Oh Gott.
So, noch auf Aufruf auf neues Glück. Das ist, ey, das ist schwierig. Ist das schwierig? Das Schwierige ist natürlich auch in Mobless Life, dass man immer ein bisschen braucht, dass man immer ein bisschen weiterläuft, obwohl man schon losgelassen hat. Kennt man vielleicht. Ist dann sehr nervig und macht es natürlich auch noch schwieriger, den Knopf zu treffen. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich versuche mal ein bisschen. Wir hören uns bald. So, ich habe den Knopf jetzt gedrückt. Endlich, nach tausenden Jahren, endlich mal. Ich habe jetzt gesehen, es gab kurz Erdbeben. Und ihr seht jetzt, dort hinten hat sich jetzt, da hinten ist jetzt eine Insel aus dem Meer rausgefahren. Wir fahren jetzt zu dieser Insel. Die Insel war davon noch nicht da. Die taucht erst dann auf, wenn man alle Klappen gefunden hat. Die verschwindet auch wieder, wenn man das Spiel eben verlässt wieder. Und wenn ihr auf dieser Insel seid, gibt es dort auch noch einen Knopf und einen Pfeil. Der zeigt nach da.
Wenn ihr den Knopf dann drückt, fährt sich diese Krabbe und ihr bekriegt diesen einen Helm, den ich euch da zeige. Als dann dieses diese Krabbe hat, kriegt ihr auch dann nicht mehr weg. Mehr könnt ihr Knopf auch sogar wieder drücken. Die verschwindet erst, wenn ihr den Server wieder schließt oder spielt euch dann. Ich zeige euch jetzt noch schnell noch kurz, wie dieser Hut aussieht. Ist ein sehr wunderschöne Krabbe. Die sieht man auch sehr von sehr weitem. Also wirklich, man sieht die auf der anderen Seite der Insel sieht man die sogar noch. Oh, wo ist noch mal unsere Mutter? Ah, da. Ups. Perfekt eingepackt. Mein Gott. Oh, geht doch durch die Tür. Hallo, Mama. So, wenn wir hier sind, gibt es hier keinen Schrank. Scheiße. Aber hier. Hier doch durch die Tür, verdammt. So. Mit dieser Krabben schaltet ihr dann eben diesen Hut frei. Der sieht dann so aus. Der tanzt dann auf eurem Kopf. Und ja. Es gibt auch ein Krabbenhaustier, den ihr auch kaufen könnt. Den kriegt ihr dann ganz standardmäßig aus diesem Pet Shop. Und das war's. Ich bedanke mich, dass ihr das Video durchgeschaut habt. Ein Like würde ich mich sehr freuen. Abonniert sehr gerne den Kanal und wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video.